Grüß euch vom dicken rechten Innsbruck, heute in der Marie-Theresien-Straße und da jetzt bei Männer. Da sieht man also, die haben den Gaststätten verkleinern müssen wegen den Abständen. Und hat sich geheißen von Seiten der Stadt, dass man den Gaststättenbesitzern bzw. den Gastronomen hilft natürlich schnell, dass die sich gut erweitern können. Jetzt habe ich aber von verschiedenen Seiten gefragt, dass das nicht so einfach ist. Das heißt, die Stadt macht es den Gastronomen, den Gasthausbetreibern nicht einfach. Da müssen ein Haufen Auflagen erfüllt werden. Zum Beispiel da jetzt braucht der Herr auf einmal ein Lärmgutachten. Versteht überhaupt kein Mensch, weil selbst wenn ich die Fläche verdoppel, weil der Abstand einfach doppelt so groß sein muss, ändert sich ja an der Anzahl der Personen im Gaststätten genau überhaupt nichts. Trotzdem braucht man ein Lärmgutachten, wer weiß, wie lange das wieder dauert. Jetzt war es ja Zeit, so schnell wie möglich zu helfen, nach dem Motto, wer schnell hilft, hilft doppelt. Offensichtlich sind aber da verschiedene bürokratische Hürden der Stadt Innsbruck wieder auferlegt, um das Ganze zu verlangsamen. Und damit ist der Wirtschaft und der Gastronomie sehr wenig gedient. Also bitte Hirn einschalten, Gas geben, damit da endlich einmal was weitergeht, weil die Gastronomen und die Wirtschaft braucht einen Aufschwung und da kann man nicht warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. In diesem Sinne, macht es gut, Servus Innsbruck und Servus Tirol.